So, Montag, 18.34 Uhr in der Zwischenzeit. Herzlich willkommen, alle Mann, die für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung jeden Montag auf die Straße gehen. Jetzt ist der Chef trotzdem da und hat mir also ein bisschen die Beamte fast genommen, aber ich sage es trotzdem. Gegenteiltag obligatorisch. Wer ist heute nicht zum ersten Mal da? Wie immer die Mehrheit. Und sind da auch die Schlapphüte und Schmierfinken dabei? Gelächter, so ein bisschen. Kurzer Verweis auf die Auflagen. Alles wie immer, der Demo-Verlauf heute analog zu letzter Woche. Nicht linksrum, sondern rechtsrum. Start und Ziel, Postplatz. Die Kinderchen werden uns sicher erwartungsgemäß auflauern und erschrecken wollen. Vielleicht habt ihr ein paar Bonbons für sie. Ein fröhliches Nazis raus tut's auch. Gibt's hier noch Leser vom hiesigen, persönlichen, sodann arg gebeutelten Käseblatt? Unter anderem von der SPD finanziert. Nicht so viel. Dann wisst ihr trotzdem Bescheid. Immer gut für rufschädigende Berichte. Es scheint, es liegt nahe in Ansätzen und elementar. Ja, was denn nun? Wenn man die deutsche Sprache beherrscht, kann man sich präzise ausdrücken oder in Rätseln sprechen oder Metaphern. Seit letzten Donnerstag ist es nun also als gesicherte Tatsache einzustufen, dass die Stasi nie weg war und weiterhin ihr extrem schmutziges Handwerk betreibt. Kann es sein, dass es hier übel riecht? Der Fisch stinkt vom Kopf, wurde ich in der SZ zitiert. Das ist einerseits eine Tatsache, andererseits eine Metapher. Übrigens allgemein bekannt und oft benutzt im deutschen Sprachgebrauch, aber auch anderswo, deren gedanklicher Inhalt sich jedem erschließt, was auf einem Schmierfinken einer x-beliebigen Zeitung die Hervorung zum Einwickeln von Fisch geeignet ist, gelingen sollte. Ein Intelligenztest ist das jedenfalls nicht. Ein bisschen Sprachakrobatik ist eine Möglichkeit und leider wieder eine Notwendigkeit in unserer Zeit und in unserem Land von unserem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch zu machen. Und selbstverständlich Kritik zu üben am Staat und seinen Machenschaften. Denn die Parteienoligarchie wird es nicht richten. Wir sind außerparlamentarische Opposition. Da scheint einige zu stören. Wir stehen und spazieren für freiheitliche Grundordnung. Wir sind extrem für Frieden und gegen Kriegstreiberei, Aufrüstung sowie Waffenschiebereien. Die deutsche Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft und mit ihr unser Auskommen und Wohlstand liegen uns extrem am Herzen. Extremen Einfluss hat da natürlich die verfehlte Energiepolitik, die ihren Ursprung schon in der Großen Koalition hat und von den Grünen ideologisiert und auf die extreme Spitze getrieben wird, unter anderem. Aber auch extrem fantastische Steuererhebung und Verschwendung. Extrem interessiert sind wir auch an der Bildungs-, Gesundheits- und Rentenpolitik. Landwirtschaft und Naturschutz sind extrem wichtige Themen, während grünreligiöse Klimanarrative und sozialistische Planspiele extreme Reizthemen und extrem zu hinterfragen sind. Wir haben auch extrem was gegen einseitige und propagandistische Berichterstattung bei gleichzeitiger Zensur. Ebenso gegen Gehirnwäsche. Massenhaft beförderte Migration in unsere Sozialsysteme ist ein extremes Problem. Und die in Aussicht gestellte vermehrte Abschiebung, eine extreme Mogelpackung, hat sogar die Polizeigewerkschaft festgestellt. Richtig! Mogelpackung! Mogelpackung! Das ist ein extremer Unterschied zu der pauschalen Behauptung durch Politik und Mainstream, wir würden pauschal gegen Ausländer hetzen. Extrem wenig Interesse haben wir an Bevormundung und Überwachung.
Verfolgung und Bespitzelung durch V-Leute, respektive informelle Mitarbeiter, ist schon sehr extrem. Totschweigen, diffamieren, beschuldigen, Erniedrigung und Rufmord erinnern mich extrem an vergangen geglaubte Zeiten in Deutschland. Und ja, natürlich fordern wir weiterhin vollständige Aufklärung zum Thema Corona, wo der Staat vorsätzlich und extrem und in extrem unglaublicher Art und Weise mauert. Was daran ist Desinformation? Und jeder von uns hätte gern extrem viel Bargeld in den Taschen. Wer hier wen zum Feindbild stilisiert und desinformiert, sei mal dahingestellt. Auch wer das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen zumindest in Ansätzen elementar erschüttert. Und selbstverständlich nehmen wir Einfluss auf die politische Meinungsbildung. Das ist unser gutes Recht und elementar durch das Versammlungsrecht im Grundgesetz so vorgesehen. Und oh ja, diese und andere Themen werden weiter aufgegriffen und in die Öffentlichkeit gebracht, solange korrupte Politiker versuchen, die unter den Teppich zu kehren. Sie Hilfe bekommen dabei von geschmierten Medien aller öffentlich-rechtlichen Art und natürlich diversen Einwickelpapier für stinkenden Fisch, was jetzt obendrein noch staatlich gefördert werden soll. Unglaublich. Und solange es schwarze Uniformen gibt, die die sogenannte Staatsgewalt ausüben, buchstäblich, und dabei im Zusammenspiel mit der Justiz extrem unterschiedlich Lage und Recht bewerten und auslegen. Überweisungsgebundene Staatsanwaltschaften, eingesetzte Richter und gewalttätige Polizei bei bestimmten Demonstrationen, vorzugsweise in der Corona-Zeit, brauchen wir uns hier nicht unterhalten. Das ist hinlänglich bekannt. Es ist einfach nur ein mieser Charakterzug, über andere bestimmen zu wollen. Und das ist im Ansatz schon faschistisch. Denn all die Repressalien gegen andere Menschen, ihr Leben selbst zu führen, erwachsen daraus. Es besteht totale Reformbedürftigkeit. Ein paar Thesen skizzieren wir hier immer wieder. Morgen ist Reformationstag. Das hat nichts mit über das Maß hinausgehender Kritik an Entscheidungsträgern zu tun, sondern ist das Mindeste, was passieren muss. Was für ein Maß ist legitim, wenn es um Wahrheit und Gerechtigkeit geht, um die Existenz der freiheitlichen Grundordnung? Sogar den VS kann man damit aus seiner Deckung locken. Der wiederum zumindest in Teilen extrem uninteressiert am Grundgesetz scheint und durch die Nationale Front instrumentalisiert wird. Denunzieren fetzt viel mehr. Wir alle sind der Verfassungsschutz. Unser Anliegen ist der Schutz des Grundgesetzes. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich weiß, wie eine sterbende Diktatur riecht. Sie stinkt nach totem Fisch. Leider sind wir nicht so gut vernetzt wie die kungelnden Parteien und Lobbyisten, haben wenig Möglichkeiten, auf gesellschaftliche Missstände und Ungereimtheiten der Politik in den Staatsmedien und der ähnlich gelagerten Presse aufmerksam zu machen. Das erklärt sich von selbst. Nicht wenige Abgeordnete haben sehr klebrige Finger und Hintern, haben absolut kein Gewissen und einige nicht mal Bildung, werden immer militanter. Ich muss die zusätzlichen Posten, die Geldflüsse, die Stiftungen und sogenannten Denkfabriken, die Verwandtschaftsverhältnisse hier nicht erklären. Und die Medienvertreter sind auch nicht besser, haben ihren Berufsethos verraten, für neutrale Berichterstattung und Aufklärung zu sorgen. Stattdessen genehmigen sie sich fürstliche Gehälter von unseren Zwangsgebühren. Und dort, wo es jetzt knapper wird, beim Einwickelpapier von Fisch, soll mit Steuermitteln nachgeholfen werden, damit die Propaganda weiterläuft auf allen Kanälen. Möglichkeiten suchen und aufzeigen, sinnvolle Anreize schaffen, Menschen zusammenbringen, das wäre die Aufgabe von Politik. Nicht aber nur Bevormundung, Diffamierung, Ausbeutung, Unfreiheit, Lüge, Verbote, Strafen und Spaltung. Ich bin in bester Gesellschaft von Kritikern des Staates und der Politik. Zitat, die schlechteste Regierung, wir werden von Idioten regiert und so weiter. Und oh ja,
es muss dringend etwas verändert werden. Dieses Gesellschaftsmodell ist nicht das erste, was mit Lüge und Ungerechtigkeit glänzt. Aber hoffentlich geht die Entwicklung der Menschheit weiter. Weg von Totalitarismus, Diktatur, Brandmauern hin zu Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit und Selbstbestimmung. Jetzt kommt ein kleiner Einspieler. Bauer sagen von sich, sie seien die wahren Demokraten. Nur diejenigen, die auf der Seite der Mauer stehen, können Demokraten sein. Denn alle anderen seien ja Faschisten. Sie seien die wahren Antifaschisten. Sie seien, die auf der anderen Seite stehen, die Feinde. Und wie man mit Feinden umgeht, ist klar. Denen darf auch kein Fußbreit Raum im öffentlichen Leben gegeben werden. Keine Stimme, keine Wortmeldung, keine Sekunde in den öffentlich-rechtlichen Medien und in der Zeitung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele, die von sich persönlich sagen, dass sie früher links waren, dass sie ökologisch bewegt waren, dass sie vielleicht unpolitisch waren, aber das Herz auf der tief linken Seite tragen, sich wundern, dass sie plötzlich rechts sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist keine Grenze zwischen rechts und links, wie man uns glaubhaft machen will. Es ist eine Grenze zwischen denjenigen, die für einen autoritären Staat sind und denjenigen, die für eine freiheitliche Demokratie einstehen. Es ist eine Grenze, man kann sagen, politisch und medial schwer bewacht zwischen den Anhängern einer totalitären Gesellschaftsform und denjenigen, die einstehen, die sich dafür einsetzen, dass wir in Frieden, in Freiheit und in Gerechtigkeit leben. Sie wollen die Freiheit der anderen nicht. Sie hassen sie, weil sie anderen vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben. Ich sehe, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung, für die ich als Beamter rund 30 Jahre mich eingesetzt habe, quasi mit der Abrissbirne beseitigt werden soll. Teile der Fassade sind noch da. Ich denke da zum Beispiel an die Meinungsfreiheit. Es entspricht nicht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wenn unter dem Vorwand, Desinformation zu bekämpfen, der Zugang zu Medien beschränkt wird und Menschen ihre Meinung nicht mehr frei und ohne Angst vor Repression äußern dürfen. Es entspricht nicht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wenn Menschenrechte unter dem Vorbehalt des Infektionsschutzgesetzes und des Klimaschutzes den Bürgern zugeteilt werden. Das Grundrecht auf Asyl ist keine Legitimation für eine Bundesregierung, in Deutschland Hunderttausenden oder Millionen Menschen eine dauerhafte Ansiedlung zu geben. Niemand hat in Deutschland nach der freiheitlich-demokratischen Grundordnung das Recht, Menschen in Schule, im Studium, im Beruf oder in anderen Abhängigkeitsverhältnissen zu zwingen, Gendersprache zu sprechen. Niemand ist berechtigt,
Menschen dazu zu zwingen, zu glauben, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Nicht der Staat, die Regierung oder die herrschenden Parteien haben darüber zu entscheiden, welche politischen Positionen Desinformation sind und welche nicht, und welche zugelassen sind und welche nicht. Wir haben ein demokratisches Problem, wenn die Bürger aus guten Gründen den Eindruck gewinnen, dass wenn man grün wählt, bekommt man grün, wenn man rot wählt, bekommt man grün, wenn man gelb wählt, bekommt man grün und in einigen Bundesländern, wenn man schwarz wählt, bekommt man auch grün. Die Bürger müssen die Wahl haben zwischen Alternativen. Und wenn die Alternativen, die es gibt, durch eine Brandmauer ausgegrenzt werden, damit auf keinen Fall mit diesen Leuten überhaupt nur gesprochen wird, und hier schaue ich nicht nur auf die AfD, sondern ich rede auch als Vorsitzender der Werteunion, wo man gegen uns innerhalb der eigenen Partei eine Brandmauer hochzieht. Diese Brandmauern dienen letztendlich nur dazu, dass die linke, grüne Vorherrschaft zementiert wird. Und das ist demokratiefeindlich. Der überwiegende Teil der Bürger hier in Thüringen, aber ich glaube auch in Deutschland, will eine Politikwende. Sie wollen keinen Systemwechsel in Richtung eines neosozialistischen totalitären Staates, wo wir bevormundet werden, wo uns gesagt wird, wie wir zu leben haben. Eine freie Gesellschaft setzt voraus, dass sich der Staat aus unserem Leben heraushält. Und vorhin ist gesagt worden, der Staat ist übergriffig geworden. Und das muss in Thüringen und im Bund gestoppt werden. Wir wollen nicht, dass eine selbsternannte Elite, wenn überhaupt der Name passend ist, von Politikern entscheidet, wie wir zu leben, zu heizen haben, wie wir zu sprechen haben. Wir wollen nicht, dass er über unseren Körper entscheidet. Wir wollen auch nicht, dass er uns zwingt, an die Religion der Klimasekte zu glauben und wie wir unsere Kinder erziehen zu haben. Wir wollen in einer freiheitlichen Demokratie leben, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, ob wir mit Leuten reden dürfen oder nicht. Wir wollen keinen neosozialistischen Staat, wie sich die Mauerbauer dies vorstellen. Und wir stehen alle auf der freien Seite der Mauer und werden weiter für die freiheitlich-demokratische Grundordnung kämpfen. Vormalige Chef des Verfassungsschutzes, absolut integer. Jetzt ist alles, man muss schon sagen, wieder anders. Allein, dass der Verfassungsschutz nicht in der Lage ist, zwischen Staat und Staatsorgan zu unterscheiden, zeigt bereits seine politische Schlagseite auf. Dass er dann auch noch die Boten der schlechten Kunde versucht, als rechtsextrem zu diskreditieren, anstatt die wahren Täter zur Verantwortung zu rufen, damit degradiert er sich selbst zum Repressionsinstrument der Machthaber. Noch eins. Ich lasse mich von nichts und niemanden einschüchtern oder bedrohen. Sie lassen Ihre Maske fallen und zeigen uns Ihre hässlichen, woken, unfreiheitlichen und undemokratischen, verlogenen Fratzen. Und jetzt ist der Frank dran. Ich wollte ja eigentlich heute nicht da sein. Aber meine Frau hat sich entschieden, etwas eher von den Schwiegereltern loszukommen. Und da habe ich gedacht, dann reicht die Zeit doch noch für heute Abend. Ja, ich freue mich ganz sehr, dass heute so viele wieder hergekommen sind. Und ja, da auch rechts die Fahnen schwenken. Ja, wir hatten ja eine ereignisreiche Woche hinter uns und der Burkhard hat sich schon ein bisschen ausgelassen, ich will auch jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Interessanterweise, wie sagt man so schön oder wie sage ich es die letzten Tage immer so schön, je grotesker
die Maßnahmen gegen die eigenen Bürger ausfallen, desto näher ist eine Regierung am Abgrund. Und das hat... Und das hat die Regierung 1987 schon mal gezeigt, als ich in der 10. Klasse war und damals gesagt habe auf die Frage, Frank, wer wird wohl siegen, Kommunismus oder Kapitalismus? Dann habe ich gesagt, wenn wir uns nie mehr Mühe geben, dann haben wir eher einen Kapitalismus als einen Kommunismus. Und dann war ich Staatsfeind Nummer 1 in der Schule. Ich hatte damals zwar mit Auszeichnung abgeschlossen, die 10. Klasse, sollte aber die dazugehörigen Auszeichnungen nicht bekommen. Man hat das dann aber doch noch irgendwie hinbekommen. Ein Lehrer gab es, der hat sich für mich eingesetzt. Und für mich war das eine unheimliche Botschaft. Ich habe damals mich natürlich auch geärgert über den Trappel, den man mit mir gemacht hat. Aber ich habe damals gelernt, auch darüber hinwegzukommen. Und 2 Jahre später hatte ich dann Tatsache recht. Ich musste 2 Jahre warten. Ja? Aber genau das ist eingetreten. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich habe mir das damals nicht unbedingt gewünscht, dass ich den Kapitalismus haben wollte. Ich wäre, denke ich mal, auch in einem wirklich ehrlichen Sozialismus dargekommen. Und das ist heute genau dasselbe. Wir stehen heute nicht auf der Straße, weil wir sagen, wir wollen das System stürzen. Aber was wir wollen, ist, dass die Politiker, die dieses System nach Strich und Faden ausnutzen und sich selber hier Macht zugestehen, diese nie durch Wahlen erhalten haben, dass diese Politiker zur Verantwortung gezogen werden. Und dafür stehe ich hier mit euch gemeinsam. Und deswegen ist der Verfassungsschutz auch kein Verfassungsschutz. Er ist auch kein Regierungsschutz. Er ist eigentlich ein Bonzenschutz. Er beschützt die Leute, die sich anmaßen, den Rechtsstaat mit Füßen zu treten. Ja, und da gibt es so viele Parallelen zu der Zeit von 89. Und ich will noch weiterdenken, das, was wir in der Schule gelernt haben über 1933, über die Machtergreifung der Nazis, das hat so viel gemeinsam mit dem, was wir jetzt wieder neu erleben, das kann man sich kaum vorstellen. Und das ist meine freie Meinung, die ich habe, die ich heute Abend hier und hier zu jeder Zeit vertreten kann, ohne dass ich mich dafür schämen muss und ohne dass ich mich dafür zur Rechenschaft ziehen lassen muss. Und wenn das jemand anders sieht und dazu vielleicht noch glaubt, er wäre Verfassungsschützer, dann soll er es doch bitte schön machen. Und wenn das eine SZ anders sieht, dann soll sie es doch bitte anders schreiben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie in der ganzen Zeit, wo wir jetzt hier auf die Straße gehen, so viel Zustimmung von Kunden bekommen, von Firmen bekommen, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, vielleicht nicht ganz so aktiv und öffentlich, wie wir das hier tun. Die Artikel in der Sächsischen Zeitung zeigen ganz klar und deutlich, dass wir hier, wie wir hier stehen, heute vielleicht 500, 600 Leute, dass wir hier nicht alleine sind. Es gibt viele, ganz viele, die hinter uns stehen, die auch die Schnauze voll haben, auch von der SZ, auch von einer Regierung. Die trauen sich vielleicht noch nicht, warum auch immer. Aber wir stehen hier nicht alleine. Wir müssen einfach nur friedlich weiter durchhalten und dann werden wir, und da bin ich mir ganz sicher, auch unser Ziel erreichen, dass dieses schräg gemachte System kippen wird. Es wird kippen müssen, weil es sich so nicht mehr am Leben erhalten kann. Und wir werden diejenigen sein, die dabei mitgeholfen haben. Da bin ich mir ganz sicher. Und je krasser die Sächsische Zeitung tituliert, umso mehr freue ich mich, weil ich merke, dass wir die Reißzwecke im Schuh sind, die ich schon 2020 beschrieben habe. Ich weiß nicht, diejenigen, die damals schon mit hier waren, die können sich erinnern, wo ich gesagt habe, wir
sind die Reißzwecke, die ihr euch eintretet, wenn ihr unsere Rechte beschneidet. Das mag sein, dass es am Anfang nur ein Pieks ist, aber später wird aus dem Pieks eine Entzündung und aus der Entzündung wird irgendwann mal ein richtig dickes, böses Bein und irgendwann wird dieses Bein auch abgenommen, weil es einfach nicht mehr am Leben erhalten werden kann. Und so weit werden wir es treiben und ganz friedlich bleiben dabei. Und ja, der Burkhardt hat ja auch schon die öffentlich-rechtlichen Prinzip kritisiert heute. Ich möchte vielleicht noch mal was sagen. Es hat mich gefreut, dass heute Abend hier jemand vom MDR mit da war. Jemand, den ich kenne. Zumindest hat er mir gesagt, er war schon mal beim Sicherheitstraining auch mit dabei. Ich hatte jetzt keine persönliche Erinnerung an das Gesicht, aber ich verlasse mich jetzt einfach mal drauf, dass das so ist, wie er gesagt hat. Er hat sich vorgestellt bei mir, er hat mich gefragt, ob er mit mir ein Interview machen kann. Das halte ich für okay. Ja, das ist ganz anders wie eine sächsische Zeitung, die sich hiermit vielleicht untermischt und dann am nächsten Tag irgendwelche Grütze schreibt. Und ja, es gibt auf allen Seiten immer solche und solche. Es gab auch jemand, der, ich sag's mal vorsichtig ausgedrückt, der ein bisschen mit der sächsischen Zeitung verbandelt ist, der mir am nächsten Tag geschrieben hat, Frank, ich distanziere mich von dem, was hier geschrieben wurde. Das ist nicht meine Art, wo ich ihm zurückgeschrieben habe, lass mal, Frau Söderlein hat ja eigentlich recht, wir sind ja extrem. Wir sind extrem friedlich, wir sind extrem dafür, die Corona-Liga aufarbeiten zu wollen und wir setzen uns dafür ein, dass diese Regierung extrem schnell abgesetzt wird. Und das machen wir gerne. Heute Abend habe ich sogar stellvertretend für unser gesamtes Team hier mit Jochen, allen, die hier stehen, auch Blumen geschenkt bekommen. Es gab, wie gesagt, auch viele Anrufe von Menschen, die mir Kraft gewünscht haben, die gesagt haben, ihr macht das richtig, ihr macht das gut, macht auf jeden Fall weiter so. Und ja, wir werden weiterhin hier stehen und mit euch gemeinsam für Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kämpfen. Ja, und da habe ich es auch schon wieder, was ich sagen wollte. Jetzt wollte der Ilias, der Doktor, noch mal was sagen. Ilias, wo bist du? Guten Abend allerseits. Besonderes geht mein Grüß und Dankbarkeit an Trommler, ihr macht eine gute Arbeit. Es ist angenehm, mit euch zu laufen und diese ganze Sache. Ein Grüß an Trommler. Die 10. Ausgabe ist da von aufgewacht mit dem Thema Sexit. Komplett diesmal behandelt im ganzen Heft. Also alle Aspekte behandelt für Skeptiker und Enthusiasten, Freund und Feind. Das, der Untertitel ist Wunschdenken oder echte Option. Also sehr schön, kann ich empfehlen für alle, die in Sachsen gerade sich aufhalten. Viel Erfolg. Und jetzt noch ganz kurz die Frau Kuhn. Oder zu dieser Zeit, in der wir uns befinden, dazugehört. Erstmal danke, dass Sie hier alle für den Frieden stehen. Danke, dass Sie hier für die Freiheit stehen. Heute feiern wir das Dammheim-Fest, den
den Tag der Ahnen. Und ich möchte euch an meinem Traum teilhaben lassen. Was wäre, wenn das Ableben unseres Körpers etwas ganz Natürliches wäre? Wenn wir nach unserem Tode etwas dann wieder auf unserem eigenen Land, welches in der Zwischenzeit von unseren Enkeln und Urenkeln weitergestaltet wurde, geboren werden. Unser toter Körper einfach auf unserem Land begraben würde, ohne dass die Stelle irgendwie bezeichnet wird und der Körper dazu dient, die Erde zu düngen. Wenn jeder Baum jedoch, den der verstorbene Mensch gepflanzt hat, jede Blume, die er säte und die sich nun von alleine aussät, erinnern würde an die Seele des Verstorbenen. Ein schöneres Geschenk kann der verstorbene Mensch seinen Nachkommen noch nicht hinterlassen. Es ist seine Schöpfung, die zurückbleibt. Und unsere Vorfahren hatten einen starken Bezug zu den Erfahrungen ihrer Ahnen, auf die sie in jedem weiteren Leben wieder aufbauten. Was wäre, wenn wir das Leben ehren würden und nicht den Tod? Das ist das, wenn man es mit Papier macht und es zu falsch zusammenheftet. Was wäre, wenn wir das Leben ehren würden und nicht den vergangenen Körper? Unsere heutigen Bestattungsrituale sind danach ausgerichtet, die Seelen auf der Erde zu halten. Es sind Rituale, welche die Seele im Kreislauf der unbewussten Inkarnationen gefangen hält. Ein Grabstein ist ein Denkmal des Todes und nicht des Lebens. Es ehrt den vergangenen Körper und nicht das Leben. Einmal im Jahr feiern wir den Tag der Ahnen, die Kelten Samhain. An diesem Tag gedachten wir all jener, die an dem Aufbau unserer schönen Erde mitgewirkt haben, egal wo und wann sie wirkten. Zu diesem Fest schmückten sie den Ahnenbaum auf ihrem Landsitz mit schönen handgewebten Bändern, die dann im Winde zur Begrüßung flatterten. Auch Kerzen wurden unter ihm aufgestellt, um den Ahnen einen Lichtergruß zukommen zu lassen. Es war ein Fest, an dem sich alle Nachkommenden bei ihren Ahnen bedankten für das schöne Stück Schöpfung, das diese hinterlassen hatten. Im Gegensatz zu unseren hinterbliebenen Festen war das Fest in meinem Traum ein fröhliches Fest. Man feierte die Schöpfung und freute sich darüber, dass sie hier auf der Erde gewirkt hatten. Dieses Fest wurde innerhalb der Familie begangen und man erzählte sich über Geschichten, über Werke und Taten der Ahnen, die so von Generation zu Generation überliefert wurden. So viel zu meinem Traum. Die Kelten begingen mit Samhain das Ende des Sommers und bereiteten sich auf den Winter vor. Die Kelten glaubten auch an die Wiedergeburt und so stellte der Tod die Notwendigkeit für neues Leben dar. An Samhain war die Anderswelt offen und Vergangenheit und die Gegenwart konnten sich begegnen. Man legte ein zusätzliches Gedeck auf für die Lieben, die im vergangenen Jahr gestorben waren. Speisen und Getränke wurden aufgetischt und Kerzen aufgestellt, um den Seelen den Weg zu weisen. Man feierte ein üppiges Fest der Freude und des Überflusses und im Verlauf dieses Festes stand die Zeit still. Die Natur begibt sich nun zur Ruhe, die dunkelste Zeit des Jahres bricht an, der Mensch zieht sich zurück
und beschäftigt sich mit sich selbst. Die Iren, Die Iren ließen sich nicht von ihrem Fest abbringen, mir geht es darum, dieses Fest Halloween, was heute gefeiert wird, ist ein Fest, das leider Gottes satanisch verwendet wird. Es ist kein Fest, das mit unseren Ahnen zusammenhängt, so wie es in seinem Ursprung gedacht und gewünscht war. Und die Iren ließen sich nicht von ihrem Fest abbringen. Und so wurde im 16. Jahrhundert in Irland Halloween Evening eingeführt. Der Kürbis blieb als heidnisches Symbol erhalten. Und irische Auswanderer brachten Halloween in die Vereinigten Staaten mit und dort etablierte sich das Fest als ein Kostümfest. Man verkleidete sich, war ausgelassen und konnte sich ungezwungen benehmen. Und dieses Fest ist in den letzten Jahrzehnten leider nun wieder nach Europa zurückgeschwappt. Leider deswegen, weil es eine Kopie, ja, als Kopie begangen wurde, nicht als das, was es in seinem Ursprung bedeutet hat. Und mir geht es darum, dass wir uns wieder daran erinnern, wie es einmal war. Und hierzu möchte ich mich mit einem Gedicht von Rudolf Steiner verabschieden und abschließen. Das Schöne bewundern, das Wahre behüten, das Edle verehren, das Gute beschließen, es führen den Menschen im Leben zu Zielen, im Handeln zum Rechten und im Fühlen zum Frieden, im Denken zum Lichte und lehrt ihn Vertrauen auf göttliches Walten in allem, was ist, im Weltenall, im Seelengrund. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So Leute, das ging länger wie erwartet heute tatsächlich, aber ich finde, wir sollten uns auch ein bisschen immer mal in Geduld üben, sonst wird das nicht. Ja, mit der Veränderung der Gesellschaft. Aber Leute, kurzum, los geht's, wir bauen schon das Handy ab, diese Richtung, ihr wisst Bescheid. Für alle Sonnenschein.
Bis nächste Woche. Alles wie immer, alles wunderbar. Kurzer Hinweis, der Johannes hat ja immer noch Magazine, bitte, also wer noch keins hat. Der Jochen. Und ansonsten ist die Versammlung hiermit beendet. Wir sehen uns nächste Woche wieder.